Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 399. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Der Trick bei dem Erzählen vorher ist, dass ich mir nur grob ein Thema ausdenke und dann irgendwie drüber rumschwafel und abschweife und so. Und durch meine Abschweifung werdet ihr von euren eigenen Gedanken besser abgelenkt. Hoffe ich immer so. Vorab ein bisschen Housekeeping. Vielen Dank an alle, die wieder an mich gedacht haben, auf verschiedenen Wegen. Ich freue mich vor allem halt über die vielen Nachrichten, die ihr mir schickt. Das ist ganz großartig. Und ich habe zufällig gesehen, da bekomme ich leider keine Benachrichtigung oder so und habe auch gar keine Möglichkeit, darauf zu reagieren, außer hier jetzt im Podcast. Ich habe gesehen, dass es schon wieder ganz viele neue Rezensionen im iTunes Store gibt. Es gibt ja ganz viele Wege, diesen Podcast zu hören. Über Spotify, über Deezer, über die Einschlafen-Podcast Android-App oder die iOS-App oder über den Podcatcher eurer Wahl. Ich persönlich benutze ja AntennaPod auf Android, um Podcasts zu hören. Das machen auch viele von euch. Und ja, es gibt eben auch immer noch iTunes, quasi die Apple-Plattform, die den Podcast, die Podcast-Welt überhaupt erstmal eröffnet hat. Ich glaube, iTunes war das allererste Podcast-Verzeichnis und die haben es ja auch Podcast genannt, nach dem iPod. Und ja, da ist der Einschlafen-Podcast natürlich auch von Anfang an drin vertreten. An dieser Stelle sei nochmal ganz kurz gesagt, dass ich von keinem dieser Verzeichnisse irgendetwas dafür bekomme, außer Aufmerksamkeit, dass ich da drin bin. Also weder von Spotify noch von Deezer noch von Apple oder irgendwem bekomme ich dafür Geld. Es ist nicht so, dass man da bezahlt wird, wenn man da seine Inhalte reinstellt. Und deshalb ist es ja auch für euch kostenlos, das zu hören. Ich hoffe nicht, dass irgendwer Geld dafür nimmt. Also Spotify kann man auch über die kostenlose App hier zuhören, da muss man halt nichts bezahlen. Aber kommen wir zurück zu iTunes. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, den Podcast zu rezensieren, Sterne zu vergeben oder auch eine kurze Rezension zu schreiben. Und da freue ich mich immer, wenn ich da was lese. Und jetzt habe ich gesehen, dass schon 959 Rezensionen drin sind. Die meisten davon positiv. Ich finde die negativen auch manchmal ganz interessant. So konstruktives Feedback bin ich ja immer aufgeschlossen. Ich freue mich aber natürlich auch wahnsinnig über die positiven Rückmeldungen. Und das hilft mir natürlich auch. Erstens gibt es mir ein tolles Gefühl und zweitens bewirkt es, dass ich auf den Ranglisten bei iTunes weiter oben stehe. Da bin ich ja meistens irgendwie ganz oben mit dabei. So in den Top 20 bin ich da irgendwie ständig. Das ist großartig. Und das kommt durch eure Bewertung da. Also vielen lieben Dank dafür, dass ihr das macht. Und da dachte ich mir so, 959 klingt toll, aber können wir da nicht mal die 1000 knacken? Das wäre doch cool, oder? Also irgendwie würde ich mich freuen. Falls ihr iTunes habt und diesen Podcast noch nicht bewertet oder rezensiert habt, dann würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr da mal einmal klickt. Irgendwie am besten natürlich 5 Sterne. Und dann mal gucken, wie schnell wir die 1000 jetzt noch erreichen. Wäre doch ein tolles Zusammentreffen mit der 400. Episode. Die kommt in 2 Wochen zum Thema Truthahn frittieren. Ja, das machen wir nämlich hoffentlich, wenn das Wetter gut ist. Am 19. August werden Truthähne frittiert. Und ja, wenn wir bis dahin die 1000 haben, das wäre natürlich großartig. Ein großes Fest feiern. Also ich meine, ich feiere sowieso ein großes Fest, aber es wäre mir auch eine ganz, ganz große Freude. Ja, kleiner Aufruf an dieser Stelle. Aber auch sonst, es ist einfach ganz toll, was ihr mir alles zurückgebt an Feedback und an Dankeschöns und so. Das ist, ja, ich weiß schon, warum ich das hier mache. Euretwegen nämlich. Und ich bin auch froh, dass keine dieser Plattformen mir Geld dafür gibt. Denn wenn das so wäre, dann wäre ich ja quasi bezahlt. Und dann gäbe es wahrscheinlich für viele von euch weniger Grund, mir etwas zurückzugeben. Sei es Aufmerksamkeit, sei es eine Spende, sei es irgendwie, dass ihr meinen Amazon-Link klickt. Und dann würde halt ganz viel verloren gehen. Dass halt so viele Einzelne von euch mir da Aufmerksamkeit schenken, das ist halt viel, viel besser, als wenn einer, der hier Werbung schaltet oder der mir irgendwie das bezahlt, dass ich das mache, das tut. Da ist einfach viel, viel geiler, so wie es jetzt ist. Deswegen bleibt es so, wie es ist.
Falls ihr wissen wollt, wie ihr mich unterstützen könnt mit Aufmerksamkeit oder mit Unterstützung, das steht unter mic.fm/danke oder einschlafen-podcast.de/danke. Genug davon. Kommen wir zum Thema des heutigen Tages. Und das knüpft interessanterweise, hoffentlich, wenn ich die Abschweifung richtig hinkriege. Ich habe übrigens in der letzten Episode nicht so richtig viel, ich bin nicht so ins Abschweifen gekommen irgendwie. Die war dann auch entsprechend ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem alle ausreichend schlafen. In der vergangenen Woche, ist ja gerade eine Woche her, da ging es um Individualismus. Und ich habe das Thema tatsächlich vor diesem hier gewählt, weil ich dachte, das brauche ich dafür. Ein Aufbau-Podcast sozusagen. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hört ihn euch gleich nach dieser Episode an. Ich habe nämlich, und es ist auch ein Anknüpfungspodcast an eine Episode weiter vorne, ich weiß gar nicht mehr, 396 oder so, Glaube, Liebe, Hoffnung hieß die. Eigentlich heißt es ja Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich sage es nur immer falsch rum. Da habe ich aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, vorgelesen, in dem dieser Satz vorkommt, aber die Liebe ist die größte von ihnen. Und da ging es um meinen Glauben und meine Glaubensgeschichte sozusagen. Und da habe ich eine sehr interessante Frage bekommen von einer Hörerin, 16 Jahre alt, glaube ich, eine jugendliche Hörerin, die sich in einer ähnlichen Situation wiedergefunden hat, wie die ich beschrieben habe, als ich 16 war, nämlich auch christlich erzogen, wenn ich es richtig erinnere, zumindest so in so einem christlichen Kontext, und jetzt halt mit dem Glauben hadernd. Und die fragte mich dann, wie ich denn den Weg wieder zurückgefunden hätte zum Glauben. Und das habe ich tatsächlich gar nicht beschrieben. Ich habe gesagt, dass es so passiert ist, aber nicht warum. Und die Frage fand ich echt gut. Die hat mich jetzt irgendwie seit 3 Wochen oder so beschäftigt, habe da immer mal wieder drüber nachgedacht. Und so eine richtige Antwort habe ich eigentlich noch gar nicht gefunden. Und das will ich jetzt in dieser Episode live quasi probieren. Schweift also mit mir gemeinsam ab, wie war es denn, als ich 16 war? Beziehungsweise, ich war, glaube ich, Spätzünder, was meine Pubertät angeht, beziehungsweise lange jugendlich. Ich definiere meine Jugend, in der ich versucht, wie definiert man überhaupt Jugend? Das ist ja so die Phase, wo man sich aus den Wertevorstellungen, die man vorgelebt bekommt, also die Kindheit, da orientiert man sich, glaube ich, ganz stark an den Wertevorstellungen, die man vorgelebt bekommt. Also ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen, glücklicherweise, wie ja doch irgendwie die meisten Menschen hier im westlichen Europa. Viele wachsen leider nur bei einem Elternteil auf, aber ich hatte das Glück, bei beiden Elternteilen aufzuwachsen. Und wie meine Eltern gelebt haben und was sie geglaubt und gefühlt haben und was ihre Werte waren, war sehr prägend für mich. Meine Mutter ist halt sehr gläubig, sehr christlich, hat auch eine Ausbildung zur Diakonin gemacht, hat eine lange Pause gemacht, als sie Kinder bekommen hat. Sie war sogar, habe ich ja in dieser Glaube, Hoffnung, Liebe-Episode auch schon erzählt, was sie gemacht hat. Da hat sie mich hinterher korrigiert. Sie hat den nämlich gehört. Ich hatte es ihr aber gar nicht irgendwie extra, also sie hat den Podcast abonniert auf ihrem iPad. Und dann hört sie das manchmal, die Episoden, und ich weiß es gar nicht. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Mama. Hallo. Und jetzt habe ich hier das Mail-Programm offen gelassen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ping, kommt gerade eine E-Mail. Sie war sogar Sprengelleiterin, glaube ich. Also hat so einen ganzen Kirchenkreis oder irgendwie hat sie halt eine relativ führende Position inne gehabt, bevor sie die Kinder bekommen hat. Und nachdem ich dann irgendwie groß genug war, oder als ich dann groß genug war, ist sie auch wieder Diakonin geworden und hat in der Kirche gearbeitet. Und das prägt mich natürlich. So, und als Kind bin ich dem einfach gefolgt. Mein Vater, auch die Diakonin-Ausbildung gemacht am Rauenhause, auch als Diakon gearbeitet, das dann aber geschmissen und hat eine sehr humanistische, idealistische Weltanschauung gehabt, und das hat mich auch geprägt, und das spürt man auch heute noch beides in mir. Und die Jugend ist ja, glaube ich, so die Phase, wo man sich von dem so ein bisschen nicht löst, aber versucht, diese Wertesysteme, die man vorher halt einfach, denen man nicht blind, aber ohne sie zu hinterfragen gefolgt ist, sie eben dann doch zu hinterfragen und auf eigene Füße zu stellen sozusagen.
Also sich die Werte wirklich zu eigen zu machen. Das könnte eine ganz gute Definition für Jugend sein. Also Adoleszenz im Sinne von Heranwachsen. Und erwachsen ist man dann ja demnach erst, wenn man ein gefestigtes Wertesystem hat, zu dem man auch steht, dass man sich selbst entwickelt hat und dass man sich dann auch gut, mit dem man gut klarkommt, vielleicht. Ne? Ja, das ist vielleicht auch gar keine so gute Idee, das so zu definieren, immer eben live hier während der Episode mir sowas auszudenken. So weit will ich gar nicht gehen. Natürlich gibt es auch während der Erwachsenenphase noch Identitätskrisen. Dann wird man nicht auf einmal wieder jugendlich, wenn man dann versucht, sich ein neues Wertesystem zurechtzulegen. Sei es drum, zumindest für mich war es halt so, dass ich in der Jugend das alles hinterfragt habe, dass ich Gott hinterfragt habe, das quasi blinde Gottvertrauen, das meine Mutter hat. Nein, das ist nicht blind, sondern das ist halt unbedingt. Ja, es ist unbedingt, genau. Und das habe ich dann hinterfragt. Das galt dann für mich nicht und dadurch habe ich dann alles in Frage gestellt und einfach mit dieser schönen Das Ich Textzeile Gott ist tot habe ich dann meine Jugend bestritten. Und Das Ich ist übrigens eine coole Band gewesen damals. Das hat mich auch sehr geprägt, wie aufmüpfig die so waren. Und ich finde, aufmüpfig ist auch ein schönes Wort, das Jugendlichsein beschreibt. Nun war die Frage aber, wie bin ich da wieder rausgekommen? Und das hatte, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich dieses Hinterfragen nicht einfach dann als Verwerfen genommen habe. Ich habe das nicht einfach alles verworfen. Klingt zwar so, wenn ich sage, Gott ist tot, dann war es das. Aber ich bin ja dran geblieben. Ich habe das dann halt im Kontext der Kirche hinterfragt. Ich bin dann halt trotzdem weiterhin zu Kirchentagen gegangen und habe geschaut, wer hier hinterfragt das noch und wer hat noch Probleme mit dem Glauben. Und wie kommt man da wieder ran? Und was mich immer geprägt hat, war die Tatsache, dass meine Eltern sich nie getrennt haben. Ich bin in Visted aufgewachsen, das ist ein kleines Dorf, gehört zur Samtgemeinde Tosted. Und Tosted ist schon ein Dorf, also Tosted hat so 10.000 Einwohner damals gehabt und Visted irgendwie 1.000 oder 1.200. Mittlerweile ist es ein bisschen größer geworden, es wächst halt auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Tosted mittlerweile hat. Aber es ist halt keine Stadt und es hat auch keine städtischen Strukturen. Und bei uns auf dem Dorf früher war es halt so, dass wenn man geheiratet hat, dann ist man auch zusammengeblieben. Und meine Eltern umso mehr, weil sie halt sich einerseits sehr geliebt haben und sich immer noch lieben. Mein Papa liebt meine Mama bestimmt auch immer noch, obwohl er seit 10 Jahren nicht mehr da ist. Das vergeht aber einfach nicht. Und auch in der ganzen Gemeinde war es halt so. Es gab irgendwie eine einzige Trennung in meiner Kindheit, die mir bewusst war im ganzen Dorf. Und das war ein großer Aufreger. Alle haben darüber gesprochen. Und das war eigentlich ein No-Go. Sowas tut man nicht. Und Treue, dieses Zusammenhalten, auch wenn es dann mal kracht. Und natürlich habe ich auch mitbekommen, dass meine Eltern sich auch mal gestritten haben. Aber dieses sich zusammenraufen und dass die Liebe, dieses Zusammenhalten einen höheren Wert hat als die emotionale Befindlichkeit, die man gerade hat. Das hat mich immer geprägt. Und mir war schon vor meiner Adoleszenz war mir klar, dass das was ist, worauf ich aufbauen kann. Also Liebe als höchster Wert quasi. Das Liebe im Sinne von, wenn wir uns entscheiden, zusammen zu sein, wenn wir heiraten, dann ziehen wir das auch durch. Da, also Konsequenz, Treue und eine bedingungslose Hingabe, nicht Weggabe, sondern Hingabe. Und das habe ich halt in der Kirche auch immer wieder gefunden. Also das Thema Liebe, das kam in der Kirche immer wieder vor. Und ich habe mich dann gefragt, wie funktioniert das dann? Also wenn ich an diesen Gott, der allmächtig ist, nicht glauben kann, wenn ich an Jesu Auferstehung nicht glauben kann, wenn ich an die unbefleckte Empfängnis nicht glauben kann, was bleibt mir denn dann? Und woran kann ich denn dann glauben? Und dann war es irgendwann so weit, dass ich von einem Kirchentag zurückkam
Und der Vater einer Freundin auch dort war, der beschrieb mein Auftreten dort. Und das war immer noch dieses aufmüpfige, ich glaube euren Scheiß nicht, aber irgendwas muss ja sein. Der beschrieb er als die moderne Form der Religion. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Gut. Dass er sagte, früher, als diese Religion, also die christliche Religion begründet worden ist, war sie halt sehr missionarisch und indoktrinierend. Da gab es halt die Kirchenoberen, die haben dem Fußvolk gesagt, was sie gefälligst zu glauben haben. Die haben das in einer Sprache getan, die das Fußvolk nicht konnte, nur auf Latein, hatten ein Obrigkeitsherrschaftswissen, das sie halt ausgenutzt haben, auch um dem einfachen Mann und der einfachen Frau gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, zu zweifeln. Mittlerweile ist die Kirche ja ein paar Schritte weiter, noch nicht überall, aber die Kirche, die ich kennengelernt habe, die ist zumindest im Dialog, die lässt andere Meinungen zu, die sucht mehr die Gemeinschaft als die Indoktrination. Und was meine Religion, also meine Vorstellung von, wie sich Glauben oder das Wertegefüge auswirken kann, dann gekennzeichnet hat, war, dass ich halt meinen eigenen Glauben gesucht habe und den dann ja auch immer weiter gefunden hatte. Ich habe halt mich an der Liebe festgehalten. Ich habe dieses Thema Liebe immer wieder gefunden. Und letztendlich habe ich auch damals in der Jugend dann schon immer gesagt, das, was mich geprägt hat in meiner Kindheit und Jugend und was mir am wichtigsten ist, in dem, was meine Eltern mir mitgegeben hat, ist die Liebe und dass man daran festhalten kann. Und seitdem kann ich auch mit dem Konzept des Heiligen Geistes als eine Kraft, die nicht personifiziert ist, sie ist halt ein Geist, man stellt sie sich nicht als Person vor, im Gegensatz zu Jesus, der halt eine Person war, und Gott, die häufig auch personifiziert vorkommt, also man spricht ja von ihm oder von dem Schöpfer, ist als eine Instanz, vielleicht nicht eine menschliche Person, wobei er schuf sie ja nach seinem Bilde, die Menschen, aber Gott ist halt ein Wesen sozusagen, eine Macht. So, und der Heilige Geist, der ist halt nicht eine Person oder ein etwas, das eine Aussage machen würde. Also der Heilige Geist, der wirkt, er spricht aber nicht, weil er halt keine Person hat, er hat keinen Mund. So, und das, man kann natürlich sein Wirken oder sein, ja, ne, also so wird es ja irgendwie dann in der christlichen Liturgie auch irgendwie immer gesagt, der Heilige Geist, der wirkt. Und ich glaube, die präsenteste Darstellung vom Heiligen Geist ist ja beim Pfingstgemälde von, weiß gar nicht, Da Vinci oder was, wo die Jünger, also die Pfingstszenerie wird dargestellt und Pfingsten ist ja quasi das Ende der Trauer nach Jesu Tod. Da sitzen die Jünger zusammen und werden vom Heiligen Geist erfasst und gewinnen wieder Mut und wollen halt rausgehen und dem Volk davon erzählen. Die Geburtsstunde der Kirche, und sie wird so dargestellt, dass die Jünger alle eine Flamme auf dem Kopf haben. Das ist der Heilige Geist. Sie werden entzündet quasi von dieser Kraft. Und ja, das ist halt keine Person, sondern eine Kraft. Und diese Kraft war für mich immer die Liebe. Also das ist das, was Dinge mit uns tut. Die Liebe ist die Kraft, das Feuer, das uns zu Sachen bringt, die wir sonst nicht tun würden. Die gibt uns Mut, die gibt uns Kraft und die lässt uns zusammenhalten. Die sorgt dafür, dass Kinder in Familien aufwachsen können und ist die wertvollste Kraft, die es gibt auf der Welt, die Liebe. Das ist das, was mir dann klar geworden ist. Und als vielleicht war das sogar ein Knackpunkt für mich. Der Mann, der das zu mir gesagt hat, der war zwar sehr sehr klassisch, wollte ich gerade sagen, nee, sehr, sehr konservativ und sehr, ja, sehr eng dem
dem indoktrinierten Glauben, sag ich mal, also dem klassischen Glauben verbunden. Und das war ich nun mal nicht, aber er sprach mir halt zu, ja, das was du glaubst, das, was dein Wertesystem ausmacht, das ist vielleicht einfach die neue, moderne Art der Religion, wo halt jeder seinen eigenen Glauben findet und was Eigenes draus macht. Es muss dann gar nicht mehr unbedingt in der Gemeinschaft gelebt und zelebriert werden. Es muss nicht von oben gesagt werden, wie es zu funktionieren hat und was man zu glauben hat, sondern man sucht sich das, woran man selbst glaubt, was einem hilft und was einen trägt und was einen dann auch prägt am Ende. Und ja, so ist es gekommen. Und dann habe ich irgendwann damit auch wieder meinen Frieden gefunden. Ich habe dann aufgehört, das zu hinterfragen. Es war dann okay für mich und auch für die Kirche um mich herum, dass ich mit vielen Sachen aus der Bibel nicht klarkomme. Es gab ja dann nochmal die Phase, wo ich dann, die Kinder waren schon da, wir haben hier in Karkensdorf gelebt und ich wollte mich ein bisschen enger in der Kirche engagieren. Tatsächlich ging das auch wieder über meine Mutter. Hallo Mama nochmal an dieser Stelle. Sie hat mich gefragt, ob ich sie vertreten könne beim Gottesdienst als Lektor. Nicht wirklich Lektor, eigentlich eher Gottesdiensthelfer. Das ist halt dann derjenige, der aus der Bibel vorliest, wenn das Evangelium verkündet wird und die Bibelstellen vorgelesen werden. Plus die Abkündigung, also wer ist gestorben, wer hat geheiratet, was gab es letztes Mal in der Kollekte und was sind so für zukünftige Veranstaltungen und sowas. Liest man dann alles immer vor. Und sie hat das schon lange gemacht und konnte dann mal nicht und dann gab es niemanden, der sie vertreten konnte. Zumindest hat sie das mir gegenüber behauptet. Manchmal hat meine Mama so Tricks drauf, dass sie dann irgendwie sagt, ja, da ist kein anderer, der das machen kann und du möchtest das doch bestimmt tun. Ja, dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Und ich fand es auch interessant, ich habe es dann auch gerne gemacht eine Zeit lang. Dann aber doch festgestellt, ja, also ich muss dann eben auch Sachen aus der Bibel vorlesen, mit denen ich nicht klarkomme. Und leider war es dann so, dass die Gemeinde bzw. die Pastoren und die anderen Lektoren mich in diesem erneuten Hinterfragen meines Engagements in der Kirche, also habe ich dann nicht meinen Glauben hinterfragt, sondern mein Engagement in der Kirche und in der Gemeinde vor allem, was ich eigentlich gerne machen wollte. Aber ja, dann da konnten sie mir dann nicht helfen, mit diesem Widerspruch klarzukommen. Deswegen bin ich dann da wieder ausgestiegen. Aber mein Glauben hat das nicht beeinflusst, meine Auffassung von, nee, eigentlich ist es keine Religion, die ich gefunden habe. Ne? Eigentlich ist es ein Glauben. Eine Religion wäre es ja, wenn viele das glauben. Ich glaube zwar, dass dieses Wertesystem, dass irgendwie die Liebe das Wertvollste ist, dass die uns treibt und dass man sie schützen und hegen und pflegen soll, dass sie wertvoller ist als ja, so emotional. Also für mich ist Liebe eben nicht nur Emotion. Natürlich gehört Emotion dazu. Aber ich unterscheide halt ganz klar zwischen Liebe und Verliebtsein oder Verknalltsein. Verknalltsein ist halt irgendwie so ein Strohfeuer. Da ist jemand, den finde ich irgendwie aufregend und dann bin ich halt kurz verknallt oder so. Passiert mir heute immer noch mit meiner Frau. Ist ganz interessant, dass auch nach 13 Jahren Ehe, 14 Jahren Ehe, dieses Gefühl immer wieder aufflammt. Und verliebt sein ist vielleicht die etwas längerfristige Version davon, ein Lagerfeuer, das dann länger brennt, wo man sich drin wohlfühlt, was irgendwie nicht nach einem Tag wieder vorbei ist. Aber dieses Lagerfeuer muss man eben auch pflegen und das kann eben auch mal ausgehen. So, aber nur weil man nicht mehr verliebt ist, heißt das nicht, dass die Liebe aufhört, denn die Liebe geht darüber hinaus. Sie ist eine Entscheidung, eine Zusage und eine Verpflichtung, die man eingeht. Und sie wirkt für mich darüber hinaus. Ich gab auch schon Phasen, wo ich nicht mehr verliebt war in meine Frau, weil es irgendwie, das Feuer war aus. Wir hatten anstrengende Phasen, wo wir einfach zu viel zu tun hatten und sonst wie was. Dann ist das eben mal so. Das heißt aber nicht, dass wir uns dann verlassen haben oder dass irgendwer anders, in den ich dann vielleicht verknallt gewesen wäre, dann mir dann wichtiger wäre, um Himmels Willen. Da würde ich ja alles, was ich aufgebaut habe, was wir an Vertrauen und Zutrauen und gemeinsamen Werten und gemeinsamen Zielen aufgebaut haben, dann verloren ginge. Ich bin noch nicht bescheuert und fange das dann alles von vorne an mit einer anderen, nur weil ich irgendwie in jemand anders verliebt gewesen wäre.
Das kommt für mich halt überhaupt nicht in Frage. Ich habe mich dazu entschieden und das ist gut. Ich fühle mich dabei sehr, sehr wohl. Und ich weiß einfach, dass es für mich genau das Richtige ist, dabei zu bleiben. Ja, und es wird dadurch belohnt, dass ich halt eine gesunde, heile Familie habe, die mir sehr, sehr viel Freude bereitet, dass ich immer wieder an meine Frau verliebt sein darf und dass mein Leben einfach ganz wunderbar funktioniert. Und ich hoffe jetzt, dass ich dieses Wertesystem, das sich für mich sehr gut bewiesen hat, also für mich funktioniert es einfach sehr, sehr gut, dass ich das meinen Kindern vorleben kann und dieses Individuelle daran, dass ich halt mir selbst diesen Glauben zurechtlegen konnte, dass ich irgendwie ja da meinen eigenen Glauben gefunden hat, das spiegelt sich, glaube ich, dann im Individualismus wieder, den ich in der letzten Episode beschrieben habe. Ich schreibe es mir selbst zu, dass ich das so gefunden habe und genauso erfreue ich mich über jeden anderen, der seinen eigenen Weg gefunden hat und finde das großartig. Ich finde es absolut bewundernswert, wenn Leute sich dafür entscheiden, in der Kirche aktiv zu sein. Ich finde es ganz toll, wie meine Mama das macht. Die ist immer noch ganz fest in ihrem Glauben. Das ist ein Wertesystem für sie, das für sie sehr, sehr gut funktioniert hat. Und es trägt sie immer noch. Sie wohnt jetzt in einer Wohnung recht nah an der Kirche, an einem Gemeindehaus und kann da noch an vielen Sachen teilnehmen und macht das auch, ist noch im Kirchenchor, geht in die Gottesdienste, macht immer noch Bibelarbeiten und das baut ihr halt eine Gemeinschaft auf, die sie trägt. Und ja, das finde ich großartig. Andere Menschen haben andere Lebensentwürfe und kommen ohne etwas aus, was sie Religion nennen. Ich bin irgendwie immer davon überzeugt, dass sie trotzdem einen Glauben haben, auch wenn sie ihn nicht so benennen wollen. Ich spreche an irgendwie Humanisten, die irgendwie sagen, wir sind aber Realisten und wir mögen nichts Übernatürliches. Also sie sind wissenschaftlich geprägt. Ich bin auch wissenschaftlich geprägt. Ich finde, Wissenschaft ist die einzige Methode, die Wissen erzeugt. Ich sage ja auch nicht, dass ich weiß, dass die Liebe eine Kraft ist, sondern das ist halt etwas, was man nur glauben kann und nicht wissen kann. Man kann diesen Heiligen Geist nicht beweisen und das macht es eben auch aus. Trotzdem verspüre ich diese Kraft, die da wirkt und ich beobachte sie, aber ich kann sie halt nicht wissenschaftlich belegen oder ja, aber alles, was ich weiß und was die Naturwissenschaft und auch die Sozialwissenschaften uns geben, das ist natürlich dann Wissen und das hat einen anderen Stellenwert. Den finde ich genauso wichtig. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, aber der Glauben, den man hat, den man nicht beweisen kann, der ist nichts wert. Wenn Menschen mit dem Wertesystem besser klarkommen als mit einem, indem sie ihren Glauben benennen und erkennen und akzeptieren. Jetzt unterstelle ich ihnen natürlich, dass sie einen haben, aber wenn sie sagen, sie haben keinen und kommen damit gut klar, finde ich das genauso gut. Ich habe keinen Groll denen gegenüber und auch wenn ich ihnen unterstelle, dass sie eigentlich doch einen haben, den sie nur nicht so benennen, dann will ich ihnen, das ist auch nicht böse gemeint und damit stelle ich ihre Individualität auch nicht in Frage, sondern das ist nur mein Weg, damit umzugehen. Und jeder Mensch, der einen Weg gefunden hat, mit sich selbst und seiner Welt umzugehen, ohne dabei die Wege der anderen Menschen zu verletzen oder einzuschränken und zu stark einzuschränken, verdient man höchsten Respekt. Und ich genieße das, dass es so viel Vielfalt gibt und so viel verschiedene Wege zu einem Wertesystem zu kommen, das einem ein Zusammenleben mit anderen Menschen erlaubt. Wenn Menschen einen Weg finden, der es ihnen nicht erlaubt, mit anderen Menschen zusammenzuleben und sich dann in die Einsamkeit zurückziehen, mag das auch gut sein, wenn sie denn darin glücklich sind. Das ist natürlich schade, weil sie damit der Gemeinschaft verloren gehen. So, das finde ich dann traurig. Aber wenn sie sich dafür entscheiden und sich darin wohlfühlen, ist es gut. Wenn sie sich dafür entscheiden, sich darin unwohl fühlen oder wenn sie sich dafür nicht entscheiden und sich unwohl fühlen, das ist einfach eher so die Einsamkeit eher
passiert, weil sie keinen Weg finden, in die Gemeinschaft zu finden, dann ist es natürlich was ganz Trauriges. Auch diesen Menschen spreche ich natürlich in ihre Individualität zu und versuche wahrzunehmen, wie das passiert ist, dass sie da sind, wo sie sind. Auch solche Menschen gibt es in meiner Umgebung, an die komme ich natürlich nicht ran, weil sie sich eben in ihre Einsamkeit zurückziehen. Aber ja, auch das hat für mich seinen Platz. Ja, was für mich keinen Platz hat in der Welt, ist eben alles, was dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe. Also Leute, die sagen, alle müssen gleich sein, alle müssen das gleiche Wertesystem haben und alle müssen es auf dem gleichen Weg finden, das hat für mich keinen Platz. Oder Menschen, die sagen, du hast ein schlechtes Wertesystem und du gehörst hier nicht her. Oder beziehungsweise deine Freiheit schränke ich ein durch meine Abneigung. Damit habe ich ein Problem. Zum Beispiel Homophobie. Also wenn jemand sagt, nein, Schwule sind böse, Schwule haben keinen Platz in unserer Gesellschaft, nur die Familie, die besteht aus Vater, Mutter und möglichst vielen Kindern, ist von Wert. Es gibt ja viele Menschen, die das so sagen. Und damit dann gleichzeitig sagen, dass homosexuelle Menschen oder nicht heterosexuelle Menschen, da gibt es ja die verschiedensten Abstufungen, die gehören hier nicht her, die gehören irgendwie, also bis vor gar nicht so langer Zeit war das ja noch strafbar, homosexuell zu sein. Ich glaube, bis 1995 gab es diesen Paragraphen und erst seit diesem Jahr ist es in Deutschland homosexuellen Paaren erlaubt, eine Ehe zu schließen, die die gleichen Rechte hat wie heterosexuelle Menschen. Ich halte das für eine große Errungenschaft. Ich finde das großartig, dass das so ist, weil homosexuelle Menschen sich eben lieben. Da ist Liebe und Liebe ist gut. Lieb doch, wen du willst, ist ja auch so ein beliebter Spruch von Menschen, die gegen Homophobie kämpfen. Und ja, es ist leider ist der Weg noch nicht ganz gegangen. Wir haben jetzt gerade den Christopher Street Day in Hamburg gefeiert. Ich war leider nicht dabei, hatte andere Sachen zu tun, aber im Herzen war ich dabei. Und da wurde natürlich auch wieder thematisiert, dass es eben doch noch sehr viel Unterdrückung und Feindschaft gegenüber Homosexuellen gibt und das ist oder nicht Heterosexuellen. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass wir da immer noch nicht sind, aber die Gesellschaft macht Fortschritte und ich bin eigentlich gute Hoffnung, dass wir alle gemeinsam da in die richtige Richtung gehen. Genau, Liebe statt Hass und Hoffnung statt Angst. Das sind so die Dinge, die man verfolgen sollte. Man sollte nicht Hass verfolgen und Hass schüren und auch nicht Angst schüren. Letztens eine E-Mail bekommen von einem offensichtlichen AfD-Anhänger, der mir ein Horrorszenario ausgemalt hat und dann schrieb, ich will dir natürlich keine Angst machen, aber und natürlich wollte er mir damit Angst machen, mit diesem Horrorszenario, in dem meine Kinder bedroht sind oder so. Ja, Angst schön ist nicht gut und ich reagiere darauf und dann gar nicht. Na gut, jetzt habe ich darauf reagiert, indem ich es erwähnt habe. Aber ich sortiere sowas eigentlich immer direkt weg. So habe ich zu meinem Frieden mit der Religion gefunden. Ich habe meinen eigenen Glauben gefunden, definiert, mich damit angefreundet, dass es okay ist für einige Menschen an Jesus Christus als Gottes Sohn und an Gott als Person zu glauben. Und habe für mich beschlossen, dass es das nicht ist, sondern dass für mich halt aus der christlichen Mythologie der Heilige Geist, das ist, was mich trägt, die Liebe als Kraft, die häufig genug in der christlichen Lehre vorkommt, als dass ich mich immer noch darin wiederfinden kann. Es gibt viele andere Sachen in der christlichen Lehre, mit denen ich mich nicht anfreunden kann, in denen ich mich nicht wiederfinden kann, aber damit habe ich mich arrangiert. Als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, hatten wir ein Traugespräch mit unserem Pastor, der übrigens mein Cousin ist, Ulrich Krüger, er ist Pastor in Neugraben. Wie heißt die Gemeinde da? St. Andreas vielleicht? St. Johannes? Ich weiß es nicht. Nee, St. Andreas ist Hollenstedt und St. Johannes ist Tostedt. Ich weiß es nicht. Und ja, wir haben uns über Glauben unterhalten und natürlich wollte er viel darüber wissen,
wie wir ein Paar geworden sind. Das ist ja auch eine sehr schöne Geschichte, die habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt. Und was es für uns bedeutet, ein Paar zu sein und was es für uns bedeutet, in der Kirche zu heiraten und wie unser Glauben so funktioniert. Und ich habe ihm gesagt, wie mein Glauben ist, so wie ich es euch jetzt auch erklärt habe. Und er sagte, das ist gut, das ist okay. Er hat selbst seine Probleme mit dem Konzept Gott als personifizierte Macht. Und er sagte mir auch, dass es okay ist, im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis nicht mitzusprechen. Ich kenne sogar Kirchenvorstände, die das nicht tun. Oh, was für Revolution. Bei meiner eigenen Hochzeit hat er mich dann allerdings gebeten, es doch mitzusprechen. Weil wenn man da vorne steht und heiratet, dann muss man eben auch mitsprechen. Wir haben dann ein Glaubensbekenntnis ausgesucht, mit dem ich mich, es gibt ja verschiedene Versionen des Glaubensbekenntnisses, und haben wir uns ausgesucht, damit ich dann am wenigsten Probleme hatte. Und das habe ich dann auch mitgesprochen. Aber bei normalen Gottesdiensten spreche ich es halt einfach nicht mit. Aus meiner freien Entscheidung, dass ich diesen Glauben, der dort bekannt wird, eben nicht habe, dass ich aber trotzdem mich als Teil dieser Gemeinschaft sehe. Ich weiß, dass es ein Widerspruch ist, aber wenn sogar der Pastor sagt, dass es okay ist und dass ich trotzdem in der Gemeinschaft willkommen bin und einen wertvollen Beitrag liefere, dann spricht das doch sehr für die Weiterentwicklung der christlichen Kirche. Ja, genau. So sieht das alles aus mit meinem Weg zum Glauben. Und genau, wenn man dann aus dieser Erfahrung, diesen eigenen Glauben gefunden zu haben, macht, dass andere Leute auch ihren eigenen Glauben finden können, dann kommen wir zum Individualismus und dann kommen wir dahin, wo ich jetzt bin. Und auch wie man Frieden schließen kann mit den anderen allen, die das Glaubensbekenntnis eben mitsprechen. Wenn sie es denn möchten, ist es für mich okay, dass alle um mich herum das mitsprechen. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten in der Kirche das klar ist, dass man es nicht unbedingt mitsprechen muss und trotzdem dazugehören darf. Vielleicht passiert ja irgendwann sowas, dass es allen klar wird und dann sprechen sie es nicht mehr mit. Der Pastor spricht es vorne allein oder jeder murmelt sein eigenes oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch. Ich finde diese Riten, die Gottesdienste ausmachen, manchmal auch sehr schön. Und die Teile der Liturgie, diese Riten, die für mich nicht so viel aussagen oder die irgendwie mehr so den Gemeinschaftscharakter prägen als die Glaubensaussage prägen, die mache ich auch mit und die finde ich irgendwie wichtig, also weil es eben das ist, was uns dann am Ende doch verbindet. Ohne dass ich dabei das Gefühl habe, irgendwie meinen eigenen Glauben zu verraten oder eben die anderen in der Gemeinde hinters Licht zu führen oder das zu belügen. Da habe ich nicht den Eindruck. Für mich funktioniert es jetzt so. Es hat eine ganze Weile gedauert. Es klingt wie eine großartige Erkenntnis, aber letztendlich sind es viele, viele kleine Schritte, die ich gegangen bin. Und ich hoffe, dass dir, lieber 16-jährige Hörerin, den Namen ich jetzt gerade mal nicht nenne, und euch allen anderen, die hier zuhören bis jetzt und dann noch nicht eingeschlafen sind, dass ihr auch diese Schritte gerne geht. Ich habe übrigens auch nicht das Gefühl, dass ich schon angekommen bin. Ich gehe immer noch Schritte. Es entwickelt sich immer noch weiter. Sie sind klein, die Schritte. Und manchmal macht man mal einen größeren Schritt. Manchmal hat man eine neue Erkenntnis, einen Aha-Moment. Aber die sind eher selten. Also viel häufiger macht man einfach kleine Schritte und kommt so halt immer weiter voran. Und ich wünsche euch allen, dass ihr auch immer kleine Schritte geht, manchmal einen Aha-Moment habt und euren Frieden findet mit einem Wertesystem eurer Wahl. Und ich wünsche euch allen möglichst viel Liebe natürlich. Was soll ich euch sonst wünschen? Jetzt allerdings lese ich euch den Rilke der Woche vor. Sie sagen alle, du hast Zeit, heißt er. Sie sagen alle, du hast Zeit, was kann fehlen, Kind? Mir fehlt ein goldenes Geschmeid. Ich kann nicht gehen im Kinderkleid, wenn alle schon so brautbereit und hell und hellig sind. Nicht fehlt mir ein wenig Raum. Ich bin in einem
Bann und immer enger wird mein Traum. Nur Raum, dass aus dem Seidensaum ich hoch bis in den Blütenbaum die Hände heben kann. Falls ihr euch übrigens fragt, warum meine Stimme heute so rau ist, was mir auch immer ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt und auch sehr gut in mein Wertesystem passt. Und auch da kann man von Liebe sprechen. Nicht im gleichen Maße wie Liebe zu meiner Frau, Liebe zu meinen Kindern, Liebe zu meiner Mutter. Aber immerhin zum Thema Nächstenliebe ist, die Fußballsaison hat endlich wieder angefangen. Und gestern war das erste Heimspiel der Saison. Montagabend, Flutlicht, Dom. Das Millerntor-Stadion ist ja direkt neben dem großen Dom. Das ist in Hamburg keine Kirche, sondern das ist in Hamburg ein großer Jahrmarkt sozusagen mit lauter Fahrgeschäften. Riesenrad, Achterbahn, Geisterbahnen, aber auch so Sachen wie Hau den Lukas und ein Spiegelkabinett und ja, sehr viele so klassische Sachen, ein paar moderne Sachen. Da gab es gestern das erste Heimspiel der Saison, das erste Auswärtsspiel war schon, also das erste Spiel war auswärts und jetzt das zweite war das erste Heimspiel, endlich wieder Fußball am Millerntor. Zu Gast war die SG Dynamo Dresden, leider mit sehr wenigen Fans. Einerseits natürlich an dem Montagsabendtermin lag, da muss man ja glatt 2 Tage Urlaub nehmen, wenn man da aus Dresden anreisen will. Zum anderen an den Repressalien, die sich die DFB für die Dresdner Fans ausgedacht haben, die auswärts mitfahren wollen. Aus ja, verschiedenen Gründen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das führte dazu, dass der Auswärts-, also der Gästeblock recht ruhig war, recht leise. Man hat es immer mal wieder gehört, wie sie ihr Dynamo gerufen haben, aber deutlich weniger, als wenn der Gästeblock voll ist. Aber das Stadion war natürlich laut. Wir waren nicht ganz ausverkauft, weil viele Gästefans halt einfach Gästekarten einfach nicht verkauft werden konnten. 28.699 Leute oder so im Stadion. Es war laut, es war wild, es war ein ja, interessantes Spiel und ich habe viel gesungen, geschrien und gejubelt und bin dann am Ende mit einem 2:2 so leicht verzagt, wenn man zweimal geführt hat und dann doch mit einem Unentschieden rausgeht, ist es natürlich enttäuschend. Letztendlich muss man aber, glaube ich, zufrieden sein mit dem Punkt, was die Leistung angeht. Die Dresdner Spieler haben das sehr gut gemacht, gerade in der ersten Halbzeit und dann ihre Chancen einfach gut umgesetzt. Wir hatten vielleicht ein paar mehr Chancen, aber eben nur 2 reingemacht. 2 Tore von Christopher Buchtmann. Christopher Buchtmann hat alle Tore für den FC St. Pauli in dieser Saison bisher geschossen. Es sind 3. Und ja, 2 gestern und 1 im ersten Spiel. Das einzige Tor im Spiel gegen Bochum. Ja, und das ist auch schon irgendwie, ja, da ist eine ganz große Verbundenheit meinerseits zu dieser Mannschaft, zu den Leuten. Christopher Buchtmann spielt auch schon lange für uns und ich habe ihn furchtbar gern. Er ist ein ganz sympathischer Typ. Er war lange das Talent, in Anführungsstrichen, der dann den Durchbruch nicht geschafft hat. Und in der letzten Saison ist es ja dann endlich so gewesen, dass er auch eine tragende Rolle auf dem Platz gespielt hat. Und dann ja in der Rückrunde auch endlich dann seine Tore gemacht hat. Er ist ein Mittelfeldspieler, muss nicht unbedingt jetzt Torschützenkönig werden, aber vom Spielertyp ist er halt doch eher so offensiv ausgerichtet. Er hat durchaus auch mal im defensiven Mittelfeld gespielt und ist jetzt auch eher so auf einer Sechserposition mit Nierich zusammen. Aber ja, in der letzten Saison hat er dann, glaube ich, 5 Tore oder 6 Tore geschossen und jetzt hat er schon 3 in der 9. Wird immer wertvoller für uns und ja, ich habe immer an ihn geglaubt. ich finde das ganz großartig, dass er sich jetzt auch mit Toren belohnt, aber natürlich sind es nicht nur die Tore, mit denen er der Mannschaft hilft. Hätte ihn mir auch gut als Kapitän vorstellen können, aber ja, Bernd Nierich als Kapitän funktioniert, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ist auch ein guter Leader-Typ auf dem Platz. Ja, aber auch mit dem Stadion und den Fans, auch wenn es viele Fans gibt, mit denen ich mich nicht
identifizieren kann. Die, ja, es gibt leider auch beim FC St. Pauli-Fans, die Gewalt propagieren und Hass propagieren. Hass vielleicht nur in Anführungsstrichen gegen Gästefans, die andere Wertesysteme oder die ja vielleicht auch in meinen Augen schlechte Wertesysteme haben. Es gibt ja leider Fangruppierungen im Fußball, die eher rechtsgerichtet sind, die homophob sind, die ausländerfeindlich sind. Das gibt es, das finde ich auch scheiße. Trotzdem mag ich nicht zu Hass gegenüber diesen Aufrufen, sondern ich möchte sie halt einfach nicht im Stadion haben. So, das hat auch nichts mit Hass zu tun, sondern ich finde, solche Sachen kann man anders ausgrenzen, anders bekämpfen als mit Hass und Gewalt. Gerade Gewalt halte ich da nicht für das probate Mittel. Andere St. Pauli-Fans halten es für das probate Mittel. Das ist natürlich ein Widerspruch, ein Konflikt, in den man aber gehen kann und muss. Ja, und auch dieses in den Konflikt gehen, dass es bei uns passiert und anderen Vereinen nicht, ist für mich ein Zeichen, dass ich da auf der richtigen Tribüne bin, auf der ich bin gegen alles gerade. Nee, nicht wirklich, auf der Gegengerade halt. Ja, und das erklärt aber meine Stimme, die ist etwas rau heute, weil ich gestern so viel laut gesungen habe und gerufen habe. Wir haben neue Plätze im Stadion. Wir haben ja seit letzter Saison endlich Dauerkarten. Hatten aber letzte Saison Plätze auf der Gegengerade, Sitzplätze ganz rechts, ganz vorne. Und da hatten wir immer so ein Geländer vor der Nase. Also wir saßen so direkt neben dem Mundloch, so heißen so diese Ausgänge, die quasi als Eingänge auf die Tribüne sozusagen führen, wo die Leute rauskommen, um dann auf die Tribüne zu gehen. Und da, wo die Leute rausströmen, da ist natürlich ein Geländer angebracht, damit sie nicht dann runterfallen auf die Stehplätze. Und dieses Geländer war uns halt immer vor der Nase und hat uns ein bisschen so die Sicht auf das Spielfeld genommen. Natürlich sind da keine dicken Balken oder so, aber da sind halt Stangen und die waren halt dann manchmal im Weg. Und deswegen habe ich einen Umsetzungsantrag gestellt. Das muss man schriftlich tun, wenn man eine Dauerkarte hat beim FC St. Pauli. Ein Formular ausfüllen und hinschicken. Und ja, der war erfolgreich. Ich bin angerufen worden, habe dann gesagt bekommen, ja, ihr könnt andere Plätze haben. Die sind im gleichen Block, auch wieder Gegengerade, Sitzplatzbereich ganz rechts, also auf der Nordseite, G6. Jetzt aber ganz oben, also 14. Reihe, zweitoberste Reihe. Und die Plätze sind fantastisch. Die sind großartig. Wir haben einen super Überblick über das gesamte Stadion. Wir haben ständig das ganze Spielfeld im Blick, müssen also gar nicht großartig nach links und rechts gucken, sondern ja, wenn wir gerade ausgucken, haben wir direkt das Tor auf der Nord vor uns. Ich sitze fast auf Höhe der Torlinie. Ich muss mich so ein bisschen nach rechts lehnen, um die Torlinie genau im Blick zu haben. Das heißt, dass wir halt sehr gut entscheiden könnten, ob der Ball denn drin war oder nicht. Also das kann man von uns aus sehr gut sehen. Was auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Südseite passiert, kann man leider dann entsprechend nicht ganz so gut sehen. Das ist halt sehr weit weg, aber dafür schauen wir halt so ein bisschen von oben drauf. Das ist halt schon ziemlich hoch, wie wir da sitzen. Das ist quasi auf der gleichen Höhe wie die obere Etage der Separés auf der Haupttribüne. Also viel weiter nach oben geht es halt gar nicht in dem Stadion. Und das ist eine tolle Perspektive, weil man sehr gut so die taktischen Aufstellungen sehen kann. Also man sieht halt, ja, aus einer ähnlichen Höhe, aber etwas andere Perspektive als die Übersichtskameras im Fernsehbild. Also tatsächlich sitzen wir auf einer Höhe mit den Fernsehkameras. Die sind aber natürlich ein bisschen weiter innen. Also welche in der Mitte und dann die seitlicheren, die sind dann ein bisschen weiter noch in der Mitte, als wir das sind. Genau. Und weil uns die Plätze so gut gefallen und weil wir da jetzt quasi unser Zuhause gefunden haben, in dem wir bleiben werden, also wir werden jetzt nicht nochmal einen Umsetzungsantrag stellen, um weiter in die Mitte zu kommen, haben wir heute auch unsere Dauerkarten bestellt für die Stadionminiatur. Die steht nämlich im noch aufzubauenden FC St. Pauli Museum, das der 1910 e.V. Verein für das Museum, ich weiß gar nicht, wie der Verein richtig heißt. Wir sind aber Vereinsmitglied, unterstützen das. Es hat sich ein eingetragener Verein gebildet zur Gestaltung eines Museums
in den Räumen, in der Gegengrade mit integriert, gibt es Räume, da wird ein Museum aufgebaut. Im Moment ist da eine ganz tolle Fotoausstellung. Schaut euch das unbedingt an, wenn ihr Interesse habt an tollen Fotos, kostenlos, gegen Spende kann man da reingehen, am Wochenende, glaube ich, immer geöffnet. In diesen Räumen von dem Museum gibt es auch ein Modell vom neuen Millerntor-Stadion. Und man kann, da sind halt alle Tribünen fertig aufgebaut. Und man kann sich diese Miniatur halt großartig anschauen. Die hat irgendwie so ein, ja, eine Seitenlänge von vielleicht 1,5 mal 2 Metern oder so. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber ist halt schon eine große Miniatur, aber natürlich ist es dann so, dass die Menschen, die dann dargestellt sind in dieser Miniatur, sind dann recht klein. Und man kann halt sich selbst in diese Miniatur reinkaufen für einen läppischen Preis von ein paar Euro, wovon auch viel dann als Spende an den Verein geht. Aber natürlich braucht man dann eben auch muss da auch die Figur bezahlt werden, die dann da reingebaut wird. Die wird dann so ein bisschen nach den eigenen Vorstellungen gestaltet und dann kann man sich auch aussuchen, wo die sitzen soll. Und ja, wir haben jetzt unsere Plätze, die wir als echte Dauerkarten haben, eben auch als Dauerkarten in dieser Miniatur bestellt. Und falls ihr das mal besucht, das FC St. Pauli Museum, könnt ihr uns dann bald da drin sitzen sehen, in Block G6, 14. Reihe, Platz 18 und 19. Großartig, ich freue mich drauf, das Museum zu besuchen und mich dann selbst in dieser Miniatur zu sehen. Ja, großartig. Und der Verein ist sowieso unterstützenswert. Die Leute, die den betreiben, ja, den Christoph kenne ich persönlich nicht besonders gut. Wir sind jetzt nicht befreundet, aber wir haben uns mal getroffen. Der schreibt auch dieses großartige Blog der Gegengraden Gerd und schreibt für die Viva und so. Und hat auch Bücher über den FC St. Pauli geschrieben. Und der hat auch diesen Verein mit ins Leben gerufen. Ja, genau. Finde ich toll. Ein Museum über den FC St. Pauli. Warum habe ich da jetzt nochmal so viel erzählt? Achso, weil ich erzählen wollte, warum ich so heiser bin. Kommen wir zum Herrn Kant. Wir sind, habe ich das hier richtig im Blick, auf Seite B581. Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, zweiter Teil in dem Buch hier von Suhrkamp ist es die Seite 502. Wir sind in der transzendentalen Dialektik in der Auflösung der dritten Antinomie. Genau. Augen zu und zugehört. Gleichwohl gehört doch eben dieselbe Ursache in einer anderen Beziehung auch zur Reihe der Erscheinungen. Der Mensch ist selbst Erscheinung. Seine Willkür hat einen empirischen Charakter, der die empirische Ursache aller seiner Handlungen ist. Er ist keine der Bedingungen, die den Menschen diesem Charakter gemäß bestimmen, welche nicht in der Reihe der Naturwirkung enthalten wäre und dem Gesetze derselben gehorchte, nach welchem gar keine empirisch unbedingte Kausalität von dem, was in der Zeit geschieht, angetroffen wird. Daher kann keine gegebene Handlung, weil sie nur als Erscheinung wahrgenommen werden kann, schlechthin von selbst anfangen. Aber von der Vernunft kann man nicht sagen, dass von demjenigen Zustande, darin sie die Willkür bestimmt, ein anderer vorhergehe, darin dieser Zustand selbst bestimmt wird. Denn da Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen Bedingungen der Sinnlichkeit unterworfen ist, so findet in ihr selbst in Betreff ihrer Kausalität keine Zeitfolge statt und auf sie kann also das dynamische Gesetz der Natur, was die Zeitfolge nach Regeln bestimmt, nicht angewandt werden. Die Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller willkürlichen Handlungen, unter denen der Mensch erscheint. Jede derselben ist im empirischen Charakter des Menschen vorher bestimmt, ehe noch als sie geschieht, in Ansehung des intelligiblen Charakters, wovon jener nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher, kein Nachher oder Nachher und jede Haltung unangesehen des Zeitverhältnisses, darin sie
mit anderen Erscheinungen steht, ist die unmittelbare Wirkung des intelligiblen Charakters, der reinen Vernunft, welche mithin frei handelt, ohne in der Kette der Naturursachen durch äußere oder innere, aber der Zeit nach vorhergehende Gründe dynamisch bestimmt zu sein. Und diese ihre Freiheit kann man nicht allein negativ als Unabhängigkeit von empirischen Bedingungen ansehen. Denn dadurch würde das Vernunftvermögen aufhören, eine Ursache der Erscheinung zu sein, sondern auch positiv durch ein Vermögen bezeichnen, eine Reihe von Begebenheiten von selbst anzufangen, so dass in ihr selbst nichts anfängt, sondern sie als unbedingte Bedingung jeder willkürlichen Handlung über sich keine der Zeit nach vorhergehende Bedingung verstattet, indessen das doch ihre Wirkung in der Reihe der Erscheinung anfängt, aber darin niemals einen schlechthin ersten Anfang ausmachen kann. Um das regulative Prinzip der Vernunft durch ein Beispiel aus dem empirischen Gebrauch desselben zu erläutern, nicht um es zu bestätigen, denn dergleichen Beweise sind zu transzendentalen Behauptungen untauglich, so nehme man eine willkürliche Handlung, zum einen eine boshafte Lüge, durch die ein Mensch eine gewisse Verwirrung in die Gesellschaft gebracht hat und die man zuerst ihren Bewegursachen nach, woraus sie entstanden, untersucht und darauf beurteilt, wie sie samt ihren Folgen ihm zugerechnet werden könne. Punkt. Da ist der Satz komischerweise zu Ende. Ich hatte irgendwie den Anfang schon längst wieder vergessen. In der ersten Absicht geht man seinen empirischen Charakter bis zu den Quellen desselben durch, die man in der schlechten Erziehung übler Gesellschaft, zum Teil auch in der Bösartigkeit eines für Beschämung unempfindlichen Naturells aufsucht, zum Teil auf den Leichtsinn und Unbesonnenheit schiebt. Wobei man denn die veranlassenden Gelegenheitsursachen nicht aus der Acht lässt. In allem diesen verfährt man, wie überhaupt in Untersuchungen der Reihe bestimmter Ursachen zu einer gegebenen Naturwirkung. Ob man nun gleich die Handlung dadurch bestimmt zu sein glaubt, so tadelt man nichts, desto weniger den Täter, und zwar nicht wegen seines unglücklichen Naturells, nicht wegen der auf ihn einfließenden Umstände, ja sogar nicht wegen seines vorhergeführten Lebenswandels, denn man setzt voraus, man könne es gänzlich beiseite setzen, wie dieser beschaffen gewesen und die verflossene Reihe der Bedingungen als ungeschehen, diese Tat aber als gänzlich unbedingt in Ansehung des vorigen Zustandes ansehen, als ob der Täter damit eine Reihe von Folgen ganz von selbst anhebe. Dieser Tadel gründet sich auf ein Gesetz der Vernunft, wobei man diese als eine Ursache ansieht, welche das Verhalten des Menschen unangesehen aller genannten empirischen Bedingungen anders habe bestimmen können und sollen. Und zwar sieht man die Kausalität der Vernunft nicht etwa bloß wie Konkurrenz, sondern an sich selbst als vollständig an, wenngleich die sinnlichen Triebfedern gar nicht dafür, sondern wohl gar dawider wären. Die Handlung wird seinem intelligiblen Charakter beigemessen. Er hat jetzt in dem Augenblicke, da er lügt, gänzlich Schuld. Mithin war die Vernunft, unerachtet aller empirischen Bedingungen der Tat, völlig frei, und ihrer Unterlassung ist diese gänzlich beizumessen. Man sieht diesem zuzurechnenden Urteile es leicht an, dass man dabei in Gedanken habe, die Vernunft werde durch alle jene Sinnlichkeit gar nicht affiziert. Sie verändert sich nicht, wenngleich ihre Erscheinungen, nämlich die Art, wie sie sich in ihrem Wirkung zeigt, verändern. In ihr gehe kein Zustand vorher, der den folgenden bestimme, mithin gehöre sie gar nicht in die Reihe der sinnlichen Bestimmungen, welche die Erscheinung nach Naturgesetzen notwendig machen. Sie, die Vernunft, ist allen Handlungen des Menschen in allen Zeitumständen gegenwärtig und einerlei. Selbst aber ist sie nicht die Zeit, nicht in der Zeit und gerät etwa in einen neuen Zustand, darin sie vorher nicht war. Sie ist bestimmend, aber nicht bestimmbar in Ansehung desselben. Daher kann man nicht fragen, warum hat sich nicht die Vernunft anders bestimmt, sondern nur, warum hat sie die Erscheinung durch ihre Kausalität nicht anders bestimmt.
Darauf aber ist keine Antwort möglich, denn ein anderer intelligibler Charakter würde einen anderen empirischen gegeben haben. Und wenn wir sagen, dass unerachtet seines ganzen bis dahin geführten Lebenswandels der Täter die Lüge doch hätte unterlassen können, so bedeutet dieses nur, dass sie unmittelbar unter der Macht der Vernunft stehe und die Vernunft in ihrer Kausalität keinen Bedingungen der Erscheinung und des Zeitlaufs unterworfen ist. Der Unterschied der Zeit auch zwar einen Hauptunterschied der Erscheinung respektive gegeneinander, da diese aber keine Sachen, mithin auch nicht Ursachen an sich selbst sind, keinen Unterschied der Handlung in Beziehung auf die Vernunft machen könne. Wir können also mit der Beurteilung freier Handlungen in Ansehung ihrer Kausalität nur bis an die intelligible Ursache, aber nicht über dieselbe hinauskommen. Wir können erkennen, dass sie frei, das ist von der Sinnlichkeit unabhängig bestimmt und auf solche Art die sinnliche unbedingte Bedingung der Erscheinung sein könne. Warum aber der intelligible Charakter gerade diese Erscheinung von diesem empirischen Charakter unter vorliegenden Umständen gäbe, das überschreitet so weit alles Vermögen unserer Vernunft, es zu beantworten. Ja, alle Befugnis derselben, nur zu fragen, als ob man früge, woher der transzendentale Gegenstand unserer äußeren sinnlichen Anschauung, gerade nur Anschauung im Raume und nicht irgendeine andere gäbe. Allein die Aufgabe, die wir aufzulösen hatten, verbindet uns hierzu gar nicht, denn sie war nur diese, ob Freiheit der Naturnotwendigkeit in einer und derselben Handlung widerstreite, und dieses haben wir hinreichend beantwortet, da wir zeigten, dass dabei jener eine Beziehung auf eine ganz andere Art von Bedingungen möglich ist, als bei dieser das Gesetz der Letzteren, die Ersteren nicht affiziere, mithin beide voneinander unabhängig und durcheinander ungestört stattfinden können. Manchmal frage ich mich, wenn ich hier so Kant vorlese, hört hier eigentlich irgendjemand zu? Nicht im Sinne von, hört jemand meine Stimme, wie ich hier Worte sage, sondern folgt ihr dem, was der Kant da geschrieben hat? Ich selbst nämlich meistens nicht. Ich merke das, wie meine Gedanken, während ich hier vorlese, abschweifen. Ich denke schon über ganz andere Sachen nach. Zum Beispiel darüber, dass ich heute ganz vergessen habe, Monja um ein Episodenbild zu bitten. Entsprechend habe ich jetzt noch gar keins. Können wir vielleicht nachträglich fragen, ob sie uns eins malt. Oder ich habe halt einfach keins für diese Episode. Und über solche Sachen denke ich nach, während ich da vorlese. Das heißt, ich folge dem nicht. Ich verwandle mich dann immer in so eine Text-to-Speech-Maschine, die da die Worte vorliest. Heute habe ich ein bisschen stockend vorgelesen. Das liegt aber nicht daran, dass ich so abgelenkt war, sondern dass die Schrift in diesem Buch doch recht klein ist und das Licht hier schlecht. Ich sitze mal wieder anders und ich muss hier eine andere Lichtsituation schaffen, damit ich euch nächstes Mal wieder besser vorlesen kann. Ja, genau. Vielleicht, wenn ihr jetzt noch zuhört, schreibt ihr mir mal, wenn ihr dem Kant folgt, wenn ihr zuhört, was ich vorlese und anhand dessen euch Gedanken darüber macht, was er denn da aufgeschrieben hat und was er denn da meint. Manchmal kriege ich ja so Sachen mit. Also manchmal folge ich ihm schon und versuche irgendwie was draus zu machen. Aber den großen und ganzen Zusammenhang dieses Buches, seines Werkes und was er uns eigentlich sagen wollte, den kriege ich irgendwie nicht mit. Also da folge ich dem irgendwie nicht so richtig. Das ist eigentlich auch Quatsch, sowas zu lesen, ne? Aber ich lese das ja auch nicht vor, damit ihr was lernt, sondern ich lese das vor, damit ihr schlafen könnt. Viele können bei Kant sehr gut einschlafen, weil es eben so völlig abstrakt und sinnlos ist, dem zu folgen. Für die meisten Menschen, glaube ich, sinnlos, dem zu folgen. Für einige schon. Andere können dazu gar nicht einschlafen, eben weil es so abstrakt ist und weil sie sich dann eher aufregen, dass es so sinnlos ist, wenn man dem dann folgen wollen würde. Das weiß ich, das müsst ihr mir nicht schreiben. Das tut mir leid für die, die dabei nicht einschlafen können. Die müssen dann eben warten, bis es wieder ein Elfenmärchen gibt oder was anderes. Es gibt eben auch genauso viele Leute, die mir schreiben, dass sie gerade bei Kant sehr gut einschlafen können. Aber was mich halt mal interessieren würde, ist, hört dem Kant irgendwer hier zu? Vor allem, wenn ich ihn vorlese.
Gibt es hier Philosophiestudenten? Interessant. Was ich euch allen jedoch wünsche, ist nicht nur Liebe und euren eigenen Weg zur Liebe zu finden, lieben zu können, euch selbst und euren Nächsten und eure Liebsten, sondern ich wünsche euch auch Schlaf, denn Schlaf ist wichtig, Schlaf ist gesund, Schlaf macht euch stark, Schlaf macht euch ausgeschlafen und wach und gesund. Der Körper regeneriert im Schlaf. Und deswegen wünsche ich euch eben jeden. Und deswegen sage ich jetzt gute Nacht. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.